Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben es auch gerade hören müssen, Asylanten sollen eine Gesundheitskarte erhalten. Asylanten sollen dieses und jenes erhalten. Den armen Menschen geht es ja in unserer Heimat so schlecht. Aus diesen Gründen frage ich mich, warum denn die Mehrheit der Bereicherer, die nach Europa kommen oder zumindest ein Großteil von ihnen, nach Deutschland wollen, wenn es ihnen hier so in Deutschland so schlecht geht. Und die Antwort liefere ich Ihnen gleich nach, Herr Ritter. Weil kaum ein Staat so viele soziale Leistungen für Asylanten einerseits bietet, sowie andererseits in kaum einem anderen Staat ein derart leichtes Aufenthaltsrecht ermöglicht wird, wie in der Bundesrepublik Deutschland. Und vor diesem Hintergrund ist es sehr bezeichnend, dass die Überfremdungsfanatiker der Bundestagsparteien stets weitere Leistungen für Asylanten fordern. Und mit diesen Maßnahmen vollziehen Sie vor allem, Frau Gajek, Sie sind nämlich Bestandteil der Ausländerlobbyisten, in einer kaum zu vergleichenden Rücksichtslosigkeit und Inländerfeindlichkeit eine Gleichstellung sowie teilweise Besserstellung von Fremden aus allen Ländern der Welt mit bzw. gegenüber deutschen Bürgern. Es entsteht zu Recht der Eindruck, dass die Bundestagsparteien sich skrupellos ein neues Wahlvolk suchen und eine Umvolkung, wie es einige Zeitungen schon beschreiben, in der Bundesrepublik Deutschland vollziehen. Und Herr Balen, ich empfehle es mal, Ihnen nach Frankfurt zu fahren, am Main oder nach Offenbach. Da werden Sie sehen, dass dort die Deutschen schon fremd im eigenen Land sind. So erdreisten sich auch Journalisten heutzutage gar zu fordern, sogenannte Flüchtlinge sollen als Bauern in Mecklenburg angesiedelt werden. Nur die Frage ist, warum wirtschaften diese Herren denn nicht in ihrer eigenen Heimat? Und dieser Herr Journalist kann sich sicher sein, kaum Widerspruch zu erhalten. Denn wir leben, Herr Ritter, hier in einer Meinungs- und Gesinnungsdiktatur, in der abweichende Meinungen gebrandmarkt und ihre Äußerer mundtot gemacht werden sollen. Politik und Medien beschwören einen angeblichen Fachkräftemangel, wohlwissend, dass seit Jahren die Auswanderung von Deutschen auf sehr hohem Niveau immer noch steigt. Aber zurück zur Gesundheitskarten. Sie lassen bewusst außen vor, dass Asyl einen Schutz auf Zeit darstellt und wenn die Schutzgründe entfallen, dann die betroffenen Personen wieder in ihre Heimat zurück müssten. Insofern widersprechen Geld und Integrationsleistungen dem Aufenthaltsgrund. Unser Land gewährt diesen Menschen Schutz, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Warum, Herr Ritter, ist es dann ein Problem, dass Arztbesuche, für die die Staatskasse, also wir Steuerzahler, aufzukommen haben, von einer Behörde bewilligt werden müssen? Die Asylmafia bemängelt nun, dass Asylanten keinen Anspruch auf freiwillige Zusatzleistungen haben. Na und? Diese Menschen wünschen doch angeblich Schutz vor Verfolgung. Insofern benötigen sie keine Wohlfühloase, die sie wiederum aus ihrer Heimat auch gar nicht kennen. Auch Behandlungen im Ausland, so die Kritik, fallen aus. Aber sind diese aus Schutzgründen überhaupt erforderlich? Höchst bedenklich ist es auch, wenn Ärzte illegale Eindringlinge kostenlos behandeln. Herr Ritter, hören Sie genau zu. Meines Erachtens zeigen Sie hierdurch Ihre Ablehnung gegenüber dem Rechtsstaat. Der Erfindungsgeist der Asylmafia im In- und Ausland kennt offenbar keine Grenzen. Gerade in diesem Bereich lässt sich sehr viel Geld verdienen, allerdings auf Kosten der europäischen Völker und der Herkunftsländer. Dieser inländerfeindlichen Haltung stellt sich die NPD konsequent entgegen. Denn was Sie betreiben, Vertreter der Grünen, der Linken, der SPD und der CDU, ist aus meiner Sicht Rassismus, in dem Sie Europa umzuvolken versuchen. Dankeschön.